Herzlich willkommen auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Heute möchte ich ein Feedback mit euch teilen. Eine Teilnehmerin, die mit mir eine 60-minütige Session gebucht hat, was sie zu schreiben hatte. Ich möchte das mit dir teilen, weil insbesondere auch jetzt noch im September gibt es noch einen Angebotspreis für die Sessions mit mir. Also nutze das und buche jetzt noch, wenn du das möchtest. Und ich lese dir jetzt mal ganz gerne vor, was sie mir geschrieben hat. Liebe Patricia, ich bin's, die Dualseelenfrau, wo 7 Jahre gebraucht hat, um zu erkennen, dass sie voll und ganz genügt. Und ESP, sowas von Liebe, Lebendigkeit, Lust, Freude, Zärtlichkeit verpasst, wenn er bei seiner Partnerin bleibt. Denn ich bin die absolute Nummer eins. Ja, da habe ich ja auch noch ein Video übrigens zugemacht zu dieser dualen Seelengeschichte. Und dass es eben wirklich kein Prozess sein muss, sondern einfach nur eine Erkenntnis. Und ich bleibe dabei und ich richte mich danach, wer ich wirklich bin. Exkurs zu Ende. Erst einmal möchte ich dir herzlich danken für unser Gespräch von vor rund 3 Wochen. Es war wirklich jeden Pfennig wert. Ich habe mir die Aufzeichnung bereits 4-mal angehört. Wie du sagst, es beinhaltet alles, was ich für meine nächsten Schritte benötige. Das Gespräch war der Hammer. Dieses "Ich genüge nicht" war wirklich mein tiefster ungeheilter Glaubenssatz. Ich habe die letzten Jahre viel in mir transformiert. Ich fühle mich mittlerweile sehr sicher und weiß auch, dass ich eine tolle Frau bin. Ich habe die letzten 2 Jahre auch immer das Spiegelgesetz angewendet, auch bezüglich meines SPs. Und ich habe wirklich Schicht um Schicht mit dem alten Bullshit aufgeräumt und trotzdem hat sich im Außen nichts verändert. Logisch, da ich immer noch in mir die Glaubenssätze, ich genüge nicht, niemand will mich, ich werde im Stich gelassen, ich bin nicht interessant, hatte. Und es stimmt, Energie lügt nicht. Nach unserem Gespräch habe ich erkannt, dass ich es war, der sich aus Mangelgefühlen nicht voll und ganz für meinen SP geöffnet hatte und auch ganz am Anfang nicht. Erinnerst du dich an das Video, das ich gemacht habe? Deine Manifestation lügt nicht. Das ist immer das, was du möchtest. Ja, und wenn du Distanz möchtest, dann bekommst du Distanz. Als ich seine Partnerin vor Jahren mal persönlich kennengelernt habe, habe ich innerlich wie aufgegeben und mir gesagt, wegen dir habe ich keine Chance. Ich habe unbewusst ihre Überzeugung gespürt, dieser Mann gehört mir. Ich habe den im Griff. Diese Überzeugung und innere Stärke bin ich jetzt in mir am aktivieren. Mir ist vor dem Gespräch übrigens aufgefallen, dass mein höchster Chef mich immer übersieht. Mit anderen ist er gesprächig und offen und mit mir irgendwie nicht. Nach unserem Gespräch habe ich da auch meine Überzeugung ihm gegenüber geändert. Und siehe da, er hat mir jetzt schon 2-mal was Persönliches erzählt. Genial. Du hast auch so toll erkannt, dass es mein jahrelanges Single-Leben ist, das mich hemmt und zurückhält. Ich habe mich dafür so geschämt und dadurch meinen Coaching-Aufbau sabotiert. Das war so ein Volltreffer. Gratuliere. In diesen 3 Wochen seit unserem Gespräch ist in mir so viel geschehen. Ich bin dir und deinen Gaben so dankbar. Ich fand dich genau zur richtigen Zeit. Wie du auch im Gespräch sagtest, es gibt so viele Coaches, die sind einfach nur eine leere Hülle. Ich habe wirklich lange gesucht und bei dir wusste ich einfach, du kannst mir helfen. Und genau diese Gaben habe ich auch. Das weiß ich. Ich erkenne auch immer fast 100% bei meinen Klienten, was ihr Thema ist. Mein Ziel ist es, sie jetzt wirklich Schritt für Schritt und mit meinen finanziellen Möglichkeiten mein Geschäft aufzubauen. Ich mache im Moment mehrmals täglich Mentaltraining mit mir.
Ich bin sicher, dass ich irgendwann mal nochmals deine Hilfe in Anspruch nehmen werde. Ich wünsche dir auch von ganzem Herzen viel Erfolg und jede Menge bereichernde Momente. Ja, das teile ich mit euch, dass ihr seht, dass zum einen eine wirklich Divine Design Perspektive von außen dir die Dinge wirklich klar machen kann und du erkennen kannst, wo hänge ich noch fest? Und ich meine, ich finde es war bei mir auch so, ja, es ist, wenn man nicht weiß, wie es geht, wenn man nicht weiß, dass es nicht ein schrittweiser Prozess ist und diese Schichten und diese Zwiebeln, dass ich, wenn man nicht weiß, dass ich wirklich aus meiner Human Design, aus meiner Vergangenheit, aus meiner Mangelidentität, dass ich da einfach rausspringen darf, ohne Wenn und Aber, dann glaube ich halt, ich muss Schritt für Schritt besser werden, ich muss Schritt für Schritt ablösen und so weiter und so fort. Und das muss ich nicht. Ich muss nur erkennen, wer ich wirklich bin und meinem Verstand das klar machen und ihn immer wieder daran erinnern. Und jedes Mal, wenn er mich wieder auf Abwege führt, muss ich klar sein in mir und in meinen inneren Gesprächen, in meinen Selbstgesprächen mich führen, mich wirklich klar führen, weil meine Gedanken führen, meine Vorstellung führt, meine Annahmen und meine Überzeugungen führen. Und ich muss eben damit neuen Annahmen, Überzeugungen, Gedanken, Ansichten über mich und über die Welt mich selber führen. Und das ist der Weg, der zu gehen ist. Und sich da alleine zu führen, hat halt immer wieder unnötige Schlaufen zur Folge. Und das macht das Ganze zu einem Prozess, dass du glaubst, das dauert zu lang und es muss so lang dauern und Prozess, Prozess, Prozess. Aber es muss wirklich kein langer Prozess sein. Unser Moment ist jetzt. Und alles, was uns jetzt vom Wunsch jetzt trennt, das ist jetzt in unserem Kopf und es kann jetzt raus. Ja, und das ist so, so wichtig zu erkennen. Und ich bin wirklich begnadet, mit deinem Verstand so zu reden, dass er mir aus der Hand frisst und dass er meinen Divine Design Ansichten aus der Hand frisst und dass ein Verstand sich dann darauf zurückentsinnt und daran auskalibriert und nicht an deiner Vergangenheit, nicht an deinen Schmerzen, nicht an deinem Leid, sondern an dem, was du wirklich bist. Und ich freue mich, wenn du noch dein Gespräch buchst. Es hat noch einige Termine frei zum Spezialpreis. Ja, so kommst du vorwärts. Ich bin wirklich begnadet darin, genau diese Dinge auf den Tisch zu legen, weil ich sie zum einen sehe, erkenne und zum zweiten keine Angst und keine Scheu habe, sie dir klar und direkt zu sagen und zu erklären und mit dir zu transformieren. Weil ich weiß, ich will das Beste für dich und ich will, dass du schnellstmöglich zu der Person wirst, die du wirklich bist und das Leben lebst, das dir wirklich zusteht. In diesem Sinne freue ich mich, von dir zu hören, auch wenn du das jetzt hörst, wenn ich von dir auch ein Feedback kriege, wenn du schon gebucht hast, wenn du was zu sagen hast, wenn du mir sagen möchtest, erzählen möchtest, was sich alles bei dir verändert hat seit unserem Gespräch oder seit dem Online-Kurs, den du gekauft hast und was auch immer du in meiner Welt schon mit mir erlebt hast, bitte lass es mich wissen. Ich möchte das gerne auch mit anderen Leuten teilen, damit sie inspiriert sind, denn Erfolgsstories, die helfen auch mir, immer wieder dran zu bleiben. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!